finde es nicht. Ich find's doch, das richtig, kann man ruhig sagen, dass es eine Katastrophe ist. Findest du wirklich? Ja. When you were with me, Nana, life was a bitch, yeah, Nana. Now I can see the tracks in your feet, they don't lead up to me, Nana. When you were. Vincent Weiss? Es sieht so ein bisschen, also so, das ist nicht Vincents Figur. Aber es ist auf jeden Fall jemand Deutsches. Ne? Es ist jemand Britisches. Okay, also es ist auch ein Sänger. Mit einer Schwalbe und so einer Gitarre. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ah, Shawn. Shawn Mendes. Wirklich? When you were with me, Nana, life was a bitch, yeah, Nana. Eine Wackadoo. Nee. Eine Wackadoo? Eine Wackadoo. Das ist. Ich kann das Körper. Ach doch, das ist hinten am Arm. Ich bin gerade voll verwirrt, wo das ist. Welches Körperteil ist das? Was ist es? Was ist das denn? Das Oberteil ist auch wild. Das ist. Das. Ist es jemand Deutsches? Katy Perry? Jünger? Olivia Rodrigo? Oh no. Keine Ahnung. Miley Cyrus. Ah ja, gut, macht Sinn. When you were with me, Nana, life was a bitch, yeah, Nana. Ari. Hast du einen kleinen Crush eigentlich? Loki, aber erst noch ganz so lange. Der ist frisch. When you were with me, Nana, life was a bitch, yeah, Nana. Angelina Jolie? Selena Gomez? Kopfform. Guck mal, aber du mit The Girls. Aber ne? Nicht das Tattoo, das ist die Kopfform. Ja. Ah, ja. Aha. Ein paar mehr Typen einfach hier. When you were with me, Nana, life was a bitch, yeah, Nana. Ein Taco. Nee. Ein glückliches Bügeleisen. Ah, wichtig. Happy Iron. Besser als traurige Bügeleisen, I guess. Auch die Schuhe sagen mir gar nichts. Also, null. Die geben mir nichts. Also, die, aber generell wirklich richtig. Das ist ja also. Also wirklich. Deutsch oder? Okay, deswegen die Schuhe. Deutsch und männlich. Sieht auch so gut gebräunt aus irgendwie. Emilio Sacraia. Ah, Vincent Weiss. Wirklich? Ach, komm, hätte ich mit anderen Tretern gesehen, sag ich ehrlich. Aber ja. When you were with me, Nana, life was a bitch, yeah, Nana. Ah, ist auch JB. Die Rose, die habe ich hier heute noch. Ich habe ein bisschen Research gemacht. Vorher. Aha. Weil ich wusste, ich werde das ist unfair, wirklich. Ja, das ist wirklich sofort unfair. Sofort Schiebung. Das ist wirklich unfair. When you were with me, Nana, life was a bitch, yeah, Nana. Goldig. Ja, ich habe es mit 18 gemacht und ich würde es nicht mehr nochmal machen. Wirklich? Ja. Besser als ein Arschgeweih. Und ja, trotzdem ein Hirsch. Es ist ein Geweih auf dem Arm. Ein Armgeweih. Bitte einfach don't judge. Es ist über 10 Jahre her. Ich würde es auch jetzt nicht mehr machen. Aber das Wegmachen ist auch ein Pain. Ich finde es nicht. Ich find's doch, das kann man ruhig sagen, dass es eine Katastrophe ist. Findest du wirklich? Ja. Ich finde tatsächlich nicht. Ich würde ehrlich sein. Ich finde es tatsächlich. Außerdem ja. Ist es auf dem Innenarm. Genau, ich glaube dir kein Wort. Du läufst ja jetzt nicht so rum die ganze Zeit. Also. Das ist ja schon witzig. When you were with me, Nana, life was a bitch, yeah, Nana. Boah, also. Auch wieder Justin Bieber, Nana, das ist ganz anders. Noch nie, er war so mächtig. Mächtig. Sehr krass, wer auch immer dahinter steckt, stabil. Da ist jemand, da ich ist jemand dahinter. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber boah. Ich würde tippen, Deutsch, Kontra K. Na klar. Wie bist du darauf gekommen? Crazy. Einfach, das ist Allgemeinwissen. Hast du bei Quiz-Duell gesehen, wollte ich sagen. Ich kam schon da. Ja, wer sieht denn in Deutschland noch so aus? Wer steckt hinter diesem Körper? When you were with me, Nana, life was a bitch, yeah, Nana. Oh. Oh Gott. Das ist auch ein krasser Kontrast jetzt. Kontrast, also zu dem letzten. Kontrast K und dann kommt das. Kontrast K ist das. Das ist Kontrast K. Oh, kannst du es mal bitte ganz kurz zeigen, einfach womit wir hier gerade konfrontiert sind? Ah, Harry. Ach so, Harry. Styles. Du wusstest es sofort. Da hat Philly nämlich einen Crush. Schon ein süßer Typ eigentlich, der Harry. When you were